na, dann haben wir hier schon mal dein Horoskop stehen. Das ist schon mal toll. Nämlich, du bist Waage-Aszendent mit einer Fische-Sonne und einem Mond im Löwen. Also zweimal weiblich, einmal männlich. Und ja, eine unglaubliche leidenschaftliche Person bist du. Und vor allen Dingen auch sehr auf Gerechtigkeit bedacht. Hast einen unglaublich guten Antrieb. Von Natur aus auch eine sehr gute und gesegnete Vitalität. Ja, das ist schon mal, finde ich doch mal alles ganz, ganz, ganz positiv. So, jetzt schauen wir mal einfach, wie er erstmal zu dir passt, ja. Denn er ist ja Waage und ihr habt einen ganz tollen Aspekt. Ihr habt nämlich den Mondknoten, sein aufsteigender Mondknoten ist genau auf deiner, oder seine Mondknotenachse ist genau auf deiner Aszendentenachse. Das ist das deutlichste Zeichen für eine karmische Verbindung, für eine schicksalhafte Verbindung, für eine Dualseelenverbindung. Also das ist schon wirklich extrem gut, denn in seiner Entwicklung, man muss immer dahin kommen, wo der Mondknoten ist, ja, im Leben. Und da ist es wirklich, dass er mit dir in diese Partnerschaft geht. Das ist seine schicksalhafte Aufgabe, ja. Und er hält aber auch mit vielen Dingen manchmal zurück, vielleicht auch aus einer gewissen Unsicherheit heraus. Das zeigt mir hier der Merkur mit dem Pluto. Er kann aber sehr tiefgreifende und tiefgehende Gedanken auch zulassen. Eine tolle Gedankenwelt, die er da hat, ja. Und vor allen Dingen eben auch einen schönen Leidenschaftsaspekt. Sein Glücksempfinden steht im Widder. Und jetzt wissen wir ja nicht sehr genau seine Geburtszeit. Es kann sein, er hat den Mond im Stier, was ihn sehr langsam machen würde, wenn er den Mond im Widder hat. Das macht ihn eher schnell. Da musst du jetzt ein bisschen überlegen, wie das Ganze so ist. Auf der emotionalen Seite sieht es aber prinzipiell sehr gut bei euch aus, ne? Also ihr könnt auch gut über Gefühle reden. Ihr habt eine sehr gute geistige Anbindung aneinander. Also das sieht richtig gehend gut aus, Hanna. Und jetzt schauen wir ihn mal alleine an. Was hat er denn? Ja, also Liebe ist so sein Grundproblem. Wir haben also Venus-Jupiter-Opposition. Das zeigt natürlich immer an, dass er da immer sehr schwer zu Entscheidungen findet. Ne? Auch mit dem Annehmen von karmischen Prozessen, da er hier im Vorleben sehr viel Leid erfahren hat, ja, auch vielleicht Gewalt erfahren hat, ja, und oder ähnliches. Also das hemmt ihn in diesem Leben schon extrem. Prinzipiell ist er ja eine doch zuverlässige Person, der sich nicht zu starken Illusionen auch hingibt, sehr ausgewogen ist, ja, und auch ein, wie du, einen ähnlich guten Antrieb hat, ja. Schauen wir aber mal bei dir ein bisschen weiter, was denn im Moment Sache ist bei dir. So, und da geht es jetzt aber schon noch mal ein bisschen in den kommenden Wochen auch um das Thema wirklich Partnerschaft und Liebe. Gleichzeitig bist du richtig aufgerüttelt. Du hast jetzt den Uranus auf deinem Mond stehen aktuell. Und das ist natürlich immer so ein Zeichen, wo man sieht, okay, hier ja, fahren die Gefühle gerade Achterbahn. Auch du solltest natürlich da ein bisschen rangehen. Ne? So. Na, also, das ist jetzt im Moment einfach so ein bisschen da. Aber es geht jetzt wirklich um das Thema Partnerschaften und das Thema Vorankommen auch, ja. Und da bin ich also schon der Meinung, dass das Ganze doch sehr gewinnbringend auch sein wird für euch beide. Und dass es jetzt auch endlich diesen erwarteten Fortschritt gibt. Denn das Schicksal fordert jetzt so seinen Tribut, also über die kommenden 4, 5 Monate. Und das wird ebenfalls sehr positiv sein, ja. So, jetzt gehen wir mal in deine Progression rein. Und schauen mal, wo dein progressiver Mond steht, dein sekundärer Mond. Der steht jetzt im Schützen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, weil da geht es voran. Da kommt auch wieder, wenn er auf den Mondknoten dann kommt, das passiert so um deinen Geburtstag herum, ja.
dann so kurz danach, dann ist, meine ich, diese Partnerschaft auch fest definiert. Wie gesagt, ich sehe nicht, dass er dieser Partnerschaft in irgendeiner Form ausweichen könnte, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt auch nochmal von deinem Jahreshoroskop geht es schon darum, das auch zu formen. Und daher wird sich das auch wieder ganz gut einstellen zwischen euch beiden. Also das sieht meines Erachtens nach richtig gut aus. Also ich habe da jetzt nichts Negatives drin. Wir schauen nur einmal nochmal ihn an. Dazu im Wechsel. Ja, also er kriegt das halt auch ziemlich präsentiert gerade. Also der müsste auch ziemlich in einem emotionalen Chaos drin stecken, aber das sehen wir jetzt vielleicht auch nochmal gleich in deinen Karten. Und da schauen wir jetzt rein. So, jetzt schauen wir mal in deine Karten hinein, was die uns erstmal so verraten auf deine Fragen, ne? Und da schauen wir einmal rein, wie das so überhaupt mal, was ich da so überhaupt sehe, ja? Also, der reagiert schon sehr auf dich, der findet dich auch ungemein anziehend. Wow. Also, der findet dich mega anziehend. Das kann ich ja schon gar nicht anders sagen. Oh weh, oh weh. Also richtig, richtig gut, Hanna. Und deshalb kann ich dir da eigentlich wirklich nur zu raten, dass du da auch wirklich dabei bleibst, ne? Das wird sich in jedem Falle sehr positiv hier entwickeln, was ich sehe. So, jetzt schauen wir aber mal noch mal weiter ins Kartenbild. Du hast ja einige Fragen, ne? Was blockiert oder was belastet ihn auch? Das finde ich ist auch eine ganz wichtige Frage im Grunde. Ja, er hat immer Angst vor einem Wechsel, den er vielleicht auch nicht beeinflussen kann, vor einer Veränderung, die er nicht unbedingt beeinflussen kann, ja. Und das ist so ein Stück weit einfach seine Angst, die er da hat, die er da hegt. Na, und er hat halt wirklich immer das Problem, etwas falsch zu machen, wenn er zu viel Gefühl investiert. Das hält ihn im Moment noch ein Stück weit ab, aber das ist alles regelbar, weil wenn die Chance dabei liegt, ist die Chance da und die wird es also da auch geben, ja. So, wir gucken aber weiter. Also auch die Frage, ob ihr in eine Beziehung geht oder nicht, die stellt sich mir gar nicht. Ihr geht in eine Beziehung. Aber wir können die natürlich gerne nochmal abklopfen. Auch hier die Seelenanbindung gleich dabei. Und alles ist möglich, brauche ich auch gar nicht das Tarot weiter fragen. Die Beziehung kommt ohne Frage und ohne Kompromisse. Die wird es geben. Also das ist doch auch schon mal richtig super. Menschenskinder. So, was mag er? Wie kannst du dich verhalten? Auch eine gute Frage. Nicht zu viel geben und vor allen Dingen nichts Trauriges von dir geben oder Melancholisches, ja. Schon auch Willen und Aktion zeigen. Das mag er, das schätzt er. Er mag eine durchsetzungsfähige Frau, die trotzdem zu Gefühlen in der Lage ist, aber die auch als aktive Frau auftritt, ja. Und vor allen Dingen, die weiß, also er mag die Klugheit, die weiß, was sie tut. Also das schätzt er absolut. Das ist ja auch schon mal ganz gut, finde ich. So, kommt es zu einem weiteren Treffen. So. Ja, also es kommt in jedem Falle zum Treffen. Er muss ein bisschen regenerieren, dann kommt es hier auch zu weiteren Treffen, ohne Frage. Also auch das. Jetzt schauen wir aber nochmal in die Lenormand-Karten hinein. Also in der Liebe geht es da in jedem Falle weiter. Lass diese Gefühle da auch zu, auch bitte mit ihm unbedingt, ne?
Das ist also schon ganz, ganz, ganz wichtig, weil er findet da in die Kraft, in die Stärke, die Sonne auch direkt da dran am Ganzen. Also auch das ist wirklich absolut hier passend aufgezeigt. Oh, du siehst es gar nicht richtig. Entschuldige. So. Pardon. Mein Fehler. Ja, und ihr liegt ja auch zusammen, zwar noch mit der kleinen Schwierigkeit dabei, aber das ist genau das, was sich da eben auch löst. Also da geht es in die Veränderung, in die Stabilität, der entscheidet sich für den Neubeginn für dich. Das kommt ohne Frage, das kommt relativ zügig, der findet dich auch anziehend. Das nächste Treffen kommt auch jetzt im Verlauf des November, sieht man das schon. Also da wird es also in jedem Falle auch sehr gut weitergehen. Also Hanna, ich kann nur sagen, alles, alles Gute, weil das sieht auf allen Wegen und Ebenen richtig toll aus. Vielen Dank für deine Beratung, dass du die gebucht hast. Und ja, hoffe, du hast Spaß damit und bleib im Vertrauen, bitte, weil ich sehe den richtig gut. Und auch von den astrologischen Daten passt er doch wunderbar. Und sei Frau, sei leicht, sei unbeschwert. Und er mag das Feminine an dir und er findet dich absolut anziehend. Also, das kann ich dir in jedem Falle schon mal sagen. Und das wirst du auch beim nächsten Treffen absolut spüren und merken. Tschüss, bis dann.